Hi ihr Lieben, heute gibt es ein Do-It-Yourself zu einem Kraken aus alten Decken, Fließdecken zum Ziehen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Benötigt dreimal Fließdecke, eine Schere, einen alten Tennisball und was zum Messen. Ich habe einfach alte Decken von Alfie genommen, wo ich echt wirklich viele davon habe und die sind recht dünn und da geht es dann auch ganz super. Habe als erstes den Rand abgeschnitten, der ist nicht so schön und dann ca. 50 cm abgemessen. Es müssen nicht unbedingt 50 cm sein, es können auch mehr sein. Dann hat der Kraken einfach längere Arme. Und je kürzer das ist, desto kürzer sind sie halt. Das muss auch nicht schick aussehen, also die Kanten müssen nicht ordentlich gerade geschnitten werden. Ihr seht dann am Ende auch warum. Also ihr könnt das wirklich einfach so, wie die Schere schneidet, schneiden. Sollte bloß ungefähr ein Viereck sein. Und das macht ihr dann mit den anderen Zweien auch noch. Schön ist es halt, wenn ihr da unterschiedliche Farben nehmt, dann seht ihr dann, also ihr seht dann warum. Ich kann aber nur sagen, ihr seht dann warum. Das sieht man dann ein bisschen so den Unterschied, wenn ihr das dann flechtet. Und ja, ich habe halt zweimal einen Blauton genommen und einmal einen Beige. Ist ein männlicher Kraken. Hat noch keinen Namen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den nennen würdet. Okto. Oder ja. Auf alle Fälle schneidet ihr das dann alles zurecht. Das muss jetzt auch nicht unbedingt perfekt gleich groß sein. Hauptsache ungefähr, dass es so passt, dass es viereckig ist. Quadratisch. Ihr seht ja auch bei mir hier, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht richtig gleich an den Kanten. Aber wenn ihr das ordentlich machen wollt, könnt ihr das auch ordentlich machen. So, nun habe ich das so sortiert, dass die blauen Teile außen sind und das beige innen in der Mitte. Es wird ein hellblauer Kraken. Deswegen mache ich die dunkle Seite nach oben erstmal. Jetzt braucht ihr noch ein Stück Stoffstreifen zum Zubinden. Also der muss nicht dick sein. Ich habe da nach Gefühl einfach so ein paar Zentimeter. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Also ihr seht es gleich. Also wirklich richtig nicht unbedingt dick. So, da das rechte. Einfach abgeschnitten. Den braucht ihr noch. Und dann braucht ihr auch schon den Tennisball. Ich habe da einen Tennisball genommen, der einfach zu groß ist für Alfie. Der kriegt den nicht ins Maul. Und der macht sich dann super natürlich als Kraken, weil da kann der Alf dann an den Beinchen da vom Krakerisch ziehen und ihn da durch die Gegend wursteln. Den Ball kriegt er eh nicht ins Maul. Der Maulsperre. Macht da am besten jetzt hier so zwei Knoten, damit es besser hält. Ich habe hier nur einen gemacht. Aber Alfie macht auch nichts kaputt. Am besten zwei machen, dann hält es besser. Und eine schöne Schleife oder ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr da noch was Schickeres binden, eine Blume oder so. Ja, bei mir ist es einfach eine Schleife. Jetzt sieht es aus wie ein Gespenst. Aber es geht auch sofort weiter und dann seht ihr auch, warum ich am Rand das jetzt nicht so ordentlich geschnitten habe. Also, ihr schneidet jetzt Streifen, aus denen ihr dann die Krakenarme macht. Ach, meine Schere war stumpf. Es kam nicht durch drei Lagen Decke. Aber ich habe das jetzt hier einfach mal vorgespult. Da geht es besser und schneller. Also es ging nicht besser, aber es geht schneller hier.
Genau, und je dünner ihr die Streifen schneidet, desto dünner sind die Krakenarme und je mehr Krakenarme hat der Kraken. Ich weiß nicht, eine Krake hat eigentlich 8 Arme, oder? Oder 10? Ich weiß es nicht. Könnt mir ja auch mal unten reinschreiben. Also mein Kraken hat viele Arme. Und je mehr Arme, desto mehr Arbeit. Ja, hier braucht ihr auch nicht so ordentlich schneiden, weil wir das eh gleich verflechten und dann sieht man das nicht mehr. Wie ich am Anfang gesagt habe. Und hier auch die unterschiedlichen Farben der Decke, weil das dann schön aussieht in dem geflochtenen. Also es ist ein bisschen Abwechslung drin. Ihr könnt die natürlich auch alles einfarbig machen, das ist auch egal. Aber hier seht ihr es unterschiedlich. Da ist ein bisschen Kontrast drin. Blau-blau und ja. Ist es ein männlicher Kragen? Habe ich das schon erwähnt? Weil er blau ist. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr das nachbastelt, wenn ihr uns die Bilder zukommen lasst. Also ich würde gerne mal eure Kraken sehen. Einfach auf Facebook oder in unserem Blog, am besten in unserem Blog unter dem Beitrag da posten. Oder auch hier unter das Video. Wir freuen uns. Ja, zum Schluss bei den Armen einfach das eine Bändel da einschneiden und dann einen Knoten machen. Ihr könnt natürlich auch einfach eines von den anderen, also zwei von den anderen zusammenknoten. Aber ja, das sieht doch auch schick aus, wenn man das einschneidet. Und dann seht ihr auch am Ende, das muss nicht gleich lang sein, das ist eigentlich egal, das sieht man eh nicht. Und wenn das eine ein bisschen länger ist, könnt ihr das einfach abschneiden. Von daher müsst ihr euch da, guckt, einfach abschneiden. Von daher müsst ihr euch wirklich beim Schneiden nicht so viel Mühe geben. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr da das oben nicht zu dünn schneidet, weil dann kann man das schlecht. Dann ist das oben halt zu dünn, dann könnt ihr das schnell abreißen. Und ja, da ist das letzte Krakenärmchen geflochten. Und dann ist der Kraken auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das DIY oder Do-It-Yourself, wie auch immer, gefallen. Und ihr habt Lust, das jetzt auch nachzumachen. Ich freue mich wirklich über Bilder, wenn ihr die mir schickt. Und dann wünsche ich euch damit viel Spaß und euren Hunden auch viel Spaß beim Spielen. Bis bald. Tschüss.